Hört ihr sie auch, die Echos? Also ich auch nicht. Aber ich weiß, dass noch eins hier ist. Und damit willkommen zurück zu Alan Wake 2 aus dem Hause Dave Dern TV. Wie immer natürlich. Und wir haben mittlerweile herausgefunden, was es mit diesen Echos auf sich hat. Ich muss noch mal eben kurz meinen Timer stellen. So. Und eins haben wir hier noch auf den Dächern von New York. Frank Sinatra hat bestimmt schon drüber gesungen. Hier haben wir nämlich noch eins, wo ich jetzt noch ganz gerne hinwollen würde. Wir hatten gerade eben noch mal am Ende der letzten Folge Sheriff Breaker in seinem Kabäuschen hier besucht. Ein sehr, sehr fescher junger Mann. Der hier aber ansonsten anscheinend nicht viel zu tun hat, außer hier im Raum zu stehen. Vielleicht wartet er den Regen ab. Wer weiß das schon. Jedenfalls, ja, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir werden jetzt mal versuchen, zu dem Echo zu gehen. Das müsste ja eigentlich irgendwo hier sein. Ja. So, wenn wir einmal hier sind. Das ist, glaube ich, wirklich so ein Spiel. Ich meine, ich habe sowieso den Hang dazu, viel abzuspeichern, aber ganz ehrlich, lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Und das ist definitiv eine Art von Spiel, wo es sich durchaus lohnen kann, öfter abzuspeichern, weil man halt wirklich einiges dann immer wieder wiederholen muss. Und das kann man ja euch und mir ersparen. Also tue ich sogar zwei Leuten was Gutes in dem Sinne. Wie weit, wenn ich jetzt rausgehe und ich gehe da entlang, aber dann, nee, da will ich ja nicht hin. Wie komme ich da hin? Wie kam ich da hin? Das ist das Problem. Das hier, da komme ich nicht weiter. Hier muss ich irgendwo nochmal entlang, glaube ich. Hier war ich auch überall schon. Oh, hier haben wir wieder interessante Symbolik. Ich gehe erstmal wieder hier entlang. So. Nochmal. Ja. So. Können wir von hier irgendwo... Da ist ein Echo. Da ist es. Okay. Wie kann ich dich denn am besten... einpassen, wie das so schön heißt eben. Wie mache ich das denn? Vor allem von wo mache ich das? Hätte ich das... Och nö. Sag mir jetzt nicht, ich hätte das von oben auf dem Dings machen müssen. Moment. So. Das wäre jetzt natürlich blöd, wenn ich das wirklich von doch vom Billboard hätte machen müssen. Sieht fast so aus, oder? Das ist auf jeden Fall das Echo. Hier komme ich nicht weiter entlang. Ha, grrr. Ja gut, dann müssen wir nochmal hoch. Dann müssen wir nochmal hoch. Aber ich meine, das ist ja alles relativ nah beieinander hier. Also von daher... Da. Oder muss ich das von hier machen? Nee. Das ist meine Geschichte. Immer so besitzergreifend hier alle. Ja, ja. Ach so, nee, ich wollte eigentlich nur kurz eben quick saven zumindest. Dann müssen wir doch nochmal nach oben. Gut, den Weg, den kennen wir jetzt ja einigermaßen. Ne, und auch hier, solange die mich in Ruhe lassen, lasse ich die in Ruhe. So, jetzt hier hoch. Und dann schauen wir nochmal, ob wir jetzt von hier das Echo... Ah, guck mal. Wie kann ich dich denn... Ah, ah, nee.
Oder doch? Wie passe ich dich jetzt am besten ein? Nee, lass die ruhig mal an. Hier irgendwie? Nee. Hä? Ich konnte es von unten eben nicht machen? Ein entfernter Verwandter von Alan Wake, und zwar Alan Drake, hat übrigens jemanden in der Familie, der Protagonist in den ersten Uncharted-Spielen war. Da kann ich auch noch nichts zu sagen. Noch nichts. Wohlgemerkt. Wie kann ich dich... Hä? Aus welchem Winkel muss ich dich denn bitte einpassen? Also von eben habe ich es ja eben... Von eben. Genau. Von unten habe ich es ja eben schon versucht. Ach. Mist, verdammter. Ja, aber die Taschenlampen lang brauche ich ja dafür auch nicht. Das ist jetzt blöd. Nice. Ich weiß halt auch nicht, also ich denke mal, das bezieht sich auf das Billboard-Ding hier. Weil es sind ja, glaube ich, diese Alex Casey-exklusiven Sachen hier. Aber wie kann... Ich weiß es nicht. Ich würde gerne, muss ich mich hier ganz an das Billboard ranquetschen dafür. Das dann anwählen. Aber rein logisch. Oh. Da hatte ich, glaube ich, gerade. Das hat so komisch gewabert. Oder habe ich mir das jetzt nur eingebildet? Also rein logisch würde es eigentlich passen, wenn ich das von unten mache, weil ich ja dann quasi auch das Billboard frontal anschaue, worum es ja wahrscheinlich geht. Na? Mist, das möchte ich jetzt eigentlich gerne machen. Vorher möchte ich eigentlich jetzt nicht woanders hingehen. Das ärgert mich jetzt gerade ein bisschen. In welchem Winkel? Wenn ich irgendeinen Hinweis hätte. Weil hier, da sehen wir rechts am Rand wieder dieses Licht. Ich weiß nicht, ob das irgendein Hinweis sein soll. Oder ob das einfach nur das Licht von den... Ja, das ist, glaube ich, nur die Spiegelung von den Scheinwerfern. Ach Mann. Blöd. Suboptimal. Wirklich. Wirklich suboptimal. Ich kann von hier unten versuchen, das anzustrahlen. Das könnte ich nochmal machen. Also von hier quasi. Obwohl, naja, da komme ich gar nicht hin. Das würde auch eigentlich keinen Sinn machen, von hier. Wenn es perspektivisch mit der Anschlagtafel übereinstimmen soll, müsstest du es aber eher von oben machen als von ganz unten. Ja. Auch kein schlechter Punkt. Also ich meine, vielleicht war ich noch nicht da, wo ich hin müsste, um das zu machen. Weil ganz oben hier war ich ja jetzt gerade eben. Das war ja die oberste Ebene, auf die wir gerade hier von hier irgendwo hin können. Und von hier wüsste ich nicht, wie wir noch weiter nach oben kommen. Tut mir auch leid, dass das gerade so lange Zeit in Anspruch nimmt, aber ich würde das schon ganz gerne irgendwie versuchen. Von da irgendwie? Von da drüben vielleicht.
komme ich denn da hin? Hier tut sich auch nichts. Nee. Tja, also klar, von weiter oben, ja, ja. Laber nicht. Von weiter oben könnten wir es irgendwie versuchen. Von hier irgendwie. Vielleicht. Aber. Oder muss das mit seiner Waffe irgendwie. Also quasi, dass die blaue Kugel perspektivisch auf der Höhe seiner Waffe irgendwie sein muss. Fragen über Fragen. Aber ich will nicht verzagen. Ha. Ja, ja, ja. Aber. Oder hat es was mit der anderen Tafel zu tun von Mr. Tür? Ja, hm. Hier ist ein Pfeil nach. Ja, ja, ja. Aber das sind ja nur die Hinweise, dass da oben was ist. Also. Das ist halt das, was ich noch nicht so ganz raffe. Mann! Gibt's doch nicht. Also falls der Reifenschubser noch da ist, da weiß ich ja, dass er hier schon mal etwas zu gesehen hat. Falls der Reifenschubser noch da sein sollte und sich erinnert, wie man das aus welcher Position macht, kann er mir natürlich gerne auch einen Tipp geben. Wo ich hier hin muss, damit ich das triggern kann. Also es kann eigentlich doch fast nur von hier sein. Nur, aber ich habe halt auch nicht viel Spielraum hier vom Winkel her. Weil so, ich stehe jetzt ganz an der Wand. Und ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass sich das auf Mr. Door bezieht, sondern auf Casey. Weil das ist ja explizit benannt als, warum was? Echoes Casey Reklametafeln. Also das ist schon klar. Jetzt brauchen wir halt nur noch, in Anführungszeichen, den Winkel. Mit Dinkel. Brot. Och, Scheiße. Ja. Da unten ist Typi. Ja, ja, ja. Ja. Ärgert mich jetzt, ehrlich gesagt. Ärgert mich jetzt sehr. Was? Ja, ich meine, hier kämen wir nochmal nach oben, aber ich komme ja weiter von dem Billboard weg. Ich könnte hier nochmal entlang. Aber hier sind wir ja ganz woanders dann. Also das kann ich mir da oben. Da. Da hinten müsste ich, glaube ich, da. Nee, 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 nee. Oder? Ist ja das richtige Billboard, oder? Ich weiß es nicht. Ach Mist. Ich möchte nochmal hier hochgehen. Was ich hier von mir gebe, sind natürlich keine Tipps, sondern lediglich Gedanken. Ich sehe das alles vom Spiel ebenfalls zum ersten Mal. Ja, alles gut, Sascha, alles gut. Wie gesagt, ich finde das ja auch super. So, da hinten ist das Ding. Aber von hier hinten, also, nee, ich muss schon näher ran. Da muss ich schon irgendwie näher ran. Vielleicht waren wir hier, aber ich glaube, hier war ich ja auch noch nicht in diesem Bereich.
Gucken wir mal. Vielleicht ist das ja auch einfach die Schlüsselsetzung. Hier kommen wir nämlich auch noch irgendwo hin. Ja, genau. Hier kommen wir nämlich hier hoch. Oh, das wäre jetzt so schön, wenn das jetzt wirklich die Lösung wäre. Oder? Hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Kurz gucken, ob wir hier noch irgendwas Interessantes sehen. Obwohl doch. Nee, hier waren wir schon mal. Find Alice. Alice. Who the is Alice? Da, 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 da. Ja, ist ja auch die Frage, ne? Ist sie auch irgendwie noch im Limbo? Gibt es sie überhaupt noch oder was ist los? Quick. So, bitte. Quick. Bitte. Nein. Och Mann. Ach, das ist doch doof. Ja. Lass mich in Frieden. Ah, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Was? Huch. Wo geht's denn hier hin? Ach so, hier will ich, ja. Hm, toll. Ach, Mann! Mann! Das war jetzt nicht die Possibility hier. Wie? Das, ich hätte jetzt wetten können, dass das von hier jetzt ist, weil ich... Geh doch einfach weiter, Dave. Mach doch einfach weiter. Ja, aber nein. Ich will jetzt... Also, ich will das herausfinden. Mann, ey. Ja, halt die Klappe. Ich sehe aber noch nicht mal im kleinsten Anhalt. Verpiss dich. Ne, aber von hier ja auch nicht. Wo komme ich jetzt hier nochmal raus? Ja, ja. Ja, aber hier komme ich ja schon wieder nicht weiter. Ich mache jetzt gleich weiter. Keine Sorge. Cult of the Word. Der Kult des Wortes. Lost. Night Springs. New season coming soon. Tja, Leute. Tut mir wirklich sehr leid, aber ich habe keinen Anhaltspunkt. Sonst lasse ich es jetzt erstmal, dann ist es so. Ich kann es nicht ändern. Ärgert mich nur gerade sehr, aber ich will jetzt halt auch nicht stundenlang hier rumsuchen. Ich habe halt nicht mal den kleinsten Anhaltspunkt. Sowas ärgert mich immer. Da bin ich dann vielleicht auch einfach zu, in dem Moment zu ehrgeizig, aber ja, zoomt. Aber von hier bewege ich mich ja richtig weit weg. Nee, komm, ist jetzt wurscht. Also nein, ist es nicht, aber... Die Klappe. Ja, ach, Quicksave reicht. Halt die Klappe. Ich weiß, wie ich heiße. Ja. Tja, tut mir leid.
tut mir leid. Ich habe alles versucht. Also ihr könnt gerne natürlich auch auf YouTube, auch wenn ich wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, wo die Folge ausgestrahlt wird, schon längst woanders bin. Aber vielleicht, falls ich nochmal hierhin zurückkommen sollte, vielleicht von dieser einen Gerüstplattform, könntest du es bitte noch ungenauer sagen, welche du meinst, Platin-Keks? Welche eine Gerüstplattform? Weil ich war ja da drauf. Ich war ja hier drauf. Diese da an der Hausecke über dem Lost. Ich weiß jetzt immer noch nicht genau, welche du meinst. Also nochmal zurück, meinst du? Können wir gerne nochmal versuchen eben. Hier. Das Lost, meinst du? Von dieser einen Gerüstplattform. Oder meinst du ein anderes Lost? Da drüber ist so ein Gerüstdings. Keine Ahnung, ob oder wie man. Also von oben meinst du hier, wenn ich jetzt bei dem Lost-Ding gucke. Das hier meinst du? Das Gerüstding, ne? Da ist eine Leiter. Aber käme ich da einfach so hin? Bin ich da einfach noch nicht hingegangen? Wow. So ist das gedacht. Man muss zwei Punkte finden. Aha. Der Regen versuchte, die Sünden der Stadt wegzuwaschen. Doch die Sünden mancher Verbrechen waren unauslöschbar. Weder durch den Regen noch durch eine Therapie mit Dr. Jack Daniels. Sie blieben bestehen. Blaue Flecken unter meiner Haut wie Tattoos. Blutergüsse in meiner Seele. Narben in meinem Herzen. Es regnete unaufhörlich weiter. Und ich trank unaufhörlich weiter. Dafür ein dreifaches... Dankeschön! Das war tatsächlich die Lösung. Und wir waren hier noch nicht. Ey, das... Ja. Manchmal kann es doch so einfach sein. Weil ganz ehrlich, das hätte mich enorm geärgert. Ich hätte definitiv nochmal in diese Folge reingeschaut im Nachhinein und geguckt, habe ich irgendwas irgendwo übersehen, bla bla bla. Das kann ja immer mal passieren. Aber ich glaube, dann sind wir jetzt hier auch fertig. Mann, bin ich ein Genie. Das ist definitiv so. Ich meine, manche würden sagen, ich glaub's nicht. Aber ich sage, das ist so. Definitiv. Tja, Talkshow-Studio. Warum ist beim Talkshow-Studio auch noch ein Fragezeichen? Das heißt für mich, ich habe da irgendwas übersehen. Der Regenversuch. Also wir haben die Wahl zwischen Schwüffall oder Ungefall. Ist genauso schön wie nationaler Albtraumschmutz. Habe ich schon erwähnt, dass ich das Lied super finde? Ich glaube noch nicht, ne? Nein, gar nicht. Show your fear. I'll make it disappear. Ach ja. Ich würde ganz gerne einfach hier durch diese Straßenschluchten gerade laufen mit dieser Musik im Hintergrund. Ach, das wäre so schön. Das wäre so schön. Ich glaube, diese großzügig umrandeten Freizeichen sind Worte. Ja, das scheint mir auch fast so. Dann gucken wir uns natürlich da auch nochmal um. Auf jeden Fall nochmal vielen Dank. Gerade für solche Momente liebe ich das, Let's Plays mit euch im Stream aufzunehmen.
Ich meine, klar können mir auch Leute auf YouTube natürlich dann Tipps geben, aber das kommt ja immer sehr zeitversetzt dann aus der Natur der Sache herausgegeben, ne? Mega, top. Wirklich super. So, dann gehen wir hier wieder runter und gehen nochmal hinten beim Fragezeichen gucken. Weil ich glaube, hier haben wir jetzt wirklich nochmal einen letzten Blick eben. Huch. Nee, Karte. Hier haben wir jetzt wirklich, glaube ich, alles gemacht. Ja. Vor allem, das sieht auch ganz schön verwinkelt aus, wenn man das mal hier so sieht, ne? Also an sich eine coole Karte. Definitiv hilfreich. Aber, also jetzt einfach herauszufinden, was wie auf wo, auf welcher Etage ist mit Leitern und Treppen und hoch und runter. Also, da muss ich passen. Da muss ich teilweise wirklich einfach passen. So. Sorry auch, dass das jetzt ein bisschen länger gedauert hat an die Zuschauer natürlich, aber ich meine, vielleicht war es für euch ja trotzdem auch interessant, weil ihr vielleicht mitgerätselt habt. Könnte ich mir auch vorstellen. So. Aber wie ich schon sagte und wie ich auch immer wieder gerne betone, wir haben hier keinen Stress. Ich muss das Spiel nicht in 2 Wochen durchhaben. Definitiv nicht. Wo genau ist das? Das ist direkt am Talkshow-Studio irgendwo. Gehen wir mal gucken. Nochmal durch den Park. A walk in the park. Irgendwas in the dark. Passt sogar. Das hier gibt mir auch noch zu denken. Warum? Das ist doch das, was verschlossen ist, oder? Nein, ist es nicht. Aber so ein ähnliches Kabäuschen. Da bin ich ganz aus dem Häuschen. So, hier ist irgendwo noch ein Wort der Macht anscheinend. Wenn denn die These stimmt, dass das genau diese Worte der Macht markiert. Wo könnte hier sowas sein? Okay. Da sind 2 Türen, die mich verführen. Genau, hier waren wir auch schon mal. Das Ding ist, die können ja sowohl an der Wand als auch an der Decke oder auch auf dem Boden sein. Ich glaube, wir hatten jetzt ja alle Varianten schon bisher. Das macht es nicht einfacher. Ah. Na, welches Spiel? Ja, ja. Juhu. Wort der Besserung gefunden. Vielleicht finden wir auch noch das Wort zum Sonntag. Man weiß es nicht. Wort der Besserung. Ja. Das Spiel mit dem vielen Wasser. Warum darf ich das jetzt nicht auswählen? Sag mir jetzt bitte nicht, dass das verbuggt ist. Passiert nichts. Och nö. So viel zum Thema Wort der Besserung. Vielleicht musst du selbstständig zum Tisch laufen. Ja. Kann ich gern machen. Wäre aber schon irgendwie ein bisschen komisch, wenn das jetzt die Lösung wäre. Weil es ist, hä? Einfach, hä? Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Und gütiger, was ist das? Kerzen! Was auch immer das hieß.
Platin-Kick schreibt, wie würdest du nur das Spiel ohne meine beiden Gehirnzellen schaffen? Ja, das ist eine gute Frage. Ich finde ich aber auch gut, dass du beide für das Spiel hier aufwendest. Das ehrt dich sehr. Ach, was nehme ich denn jetzt mal? Ne, ich nehme das. Können wir nicht genug haben. Ist jetzt nicht dein Ernst, ne? Ich häng fest. Nein. Alan, warte. Okay. Rauswuschen. Rauswuschen geht immer. Schön. Und das war Alan Wake, meine Damen und Herren. So sieht's aus. Wenn wir einmal hier sind, würde ich sagen, wir speichern nochmal eben hier unten im Safe Room. So. Bitte, hoch. Schön. Mal eben kurz was gucken. Ach ja. Ein Völkchen haben wir noch. Ja, dann gehen wir jetzt mal tatsächlich zur Caldera Street Station. Dem, was wir eigentlich schon seit Anfang der Session vorhatten. Aber ja, gut. Dann ist man halt so ein bisschen auf Umwegen unterwegs manchmal. Ach ja. Gucken wir mal. New York, New York. Ah, Moment. Eine Sache fällt mir gerade noch ein. Was ist... Was hat es hiermit auf sich, mit diesem Lichtwechsel? Wir waren hier einmal schon mal ganz kurz... Ich weiß nicht, ob es auf dem Dach war. Oder in dem Gebäude. Das würde ich gerne noch mal eben schauen.